So, hallo ihr Lieben. Jetzt gibt's endlich mal das, naja, ich würde bald sagen, 90-prozentige fertige Update hier vom Solarbrunnen. Ich habe jetzt mal das kleine Häuschen fertig gebaut. Ich habe hier nochmal hinten dran, hier nochmal so ein Brett dran gemacht. Weil wir haben hier ziemlich viel Wind und ziemlich stark auch so von der Seite. Und da regnet es halt auch schon ganz gerne mal von der Seite rein. Ja. Dann ist jetzt hier die kleine Tür. Kann man den aufmachen? Ja, bin noch nicht fertig mit Streichen. So, hier sitzt dann die Pumpe drin. Da oben habe ich dann die Elektronik verbaut. Hier der Wechselrichter. Und dahinter dann die 12 Volt Batterie. 12 Volt 60 Ampere. Hier ist dann der Solarregler. Wie gesagt, das ist ein 0815 Solarregler. Denn wie gesagt, der hat hier 5 Euro, glaube ich, gekostet. Deswegen habe ich den erstmal genommen. Ja, also das funktioniert dann ganz einfach so. Es wird hier der Wechselrichter angemacht. Der Spannungswandler. Man sieht hier die Status-LED. Und dann kannst du hier die Pumpe anmachen. Deckel wieder zu. So, dann haben wir halt hier die Möglichkeit, wir können dann gießen. Wunderbar. Wie gesagt, und für den ganzen Garten, den wir hier haben, ich mache mal gerade wieder aus. Für den ganzen Garten, den wir hier haben, da pumpen wir, wenn überhaupt, 10 Minuten. 10 Minuten, maximal eine Viertelstunde, um hier mal alles zu gießen und das vielleicht jeden zweiten Tag. Weil mit Sommer ist, glaube ich, jetzt erstmal wieder vorbei. Wir haben zwar hier Mitte August, aber ihr seht es ja, warm ist auch nicht gerade, 25 Grad. Und ja, wie gesagt. Von der Seite her reicht diese kleine Solaranlage reicht komplett aus. Ach, nochmal danke für die vielen Updates beim letzten Solarbrunnen-Video. Ich glaube, Apptech, du hast das gesagt. Schöne Grüße an der Stelle erstmal, dass man hier diese komische Handpumpe, die könnte man dann abschrauben und den Schlauch vom Brunnen quasi direkt hier reinstecken, von der Pumpe, diesen Ansaugschlauch, also quasi den schwarzen Schlauch da reinstopfen. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Momentan gefällt uns das hier ganz gut. Das macht einfach zu viel Spaß, da Wasser reinzupumpen, weil das auch so schön leicht geht. Das trainiert ungemein. Kleiner Scherz, schwer geht's nicht. So, das war das Solarbrunnen. Wird bestimmt vielleicht nochmal irgendwann mal ein kleines Update mal geben, wenn wir den mal so, ich sag mal, ein paar Monate schon benutzt haben. Wie dann so das mit der Batterie und alles funktioniert. Achso, ja, die Hecke hier, die werde ich noch mal ein bisschen schneiden. Weil da kommt ja kaum Licht hier ran, ist ja klar. Aber die Sonne, wir haben es jetzt Mittag, sieht man das einigermaßen. Ja, die Sonne wandert bei uns vom Haus von hier drüben los. Hier rüber, hier rüber, hier rüber und geht dann schließlich da hinten irgendwo unter. Ja, sollte wohl ausreichen. Alles klar, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.